Und ich bin so happy, dass die Kids da sind. Die beiden müssen einfach nur kämpfen. Und ich weiß, das sind Kämpferbabys. Worte von Peter Wollny, die unter die Haut gehen. Erst seit wenigen Stunden sind der Ehemann von Sarafina Wollny und seine Liebste frischgebackene Eltern von Zwillingen. Während der Schwangerschaft hat das Paar immer wieder seine Vorfreude auf die Geburt seiner beiden Wunder verkündet. Vor einem Tag dann der Schock. Sarafina muss ins Krankenhaus wegen des Verdachts auf Schwangerschaftsvergiftung. Wenige Stunden nach dieser Mitteilung verkündet Mama Silvia auf Instagram, dass es Komplikationen gegeben hat und die Zwillinge per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt worden sind. 2 Monate zu früh. Die Familie Wollny und ihre Fans sind in Sorge um Sarafina und ihre Bauchzwerge. Jetzt meldet sich allerdings Papa Peter zu Wort und gibt ein Update. So, ihr Lieben, ich melde mich jetzt auch mal gerade aktuell zu Wort. Also ich bin gerade aktuell zu Hause. Aktueller Stand ist, die Kids sind da. Den Kids geht's den Umständen entsprechend. Sarafina geht's auch den Umständen entsprechend. Ich bin mega fertig. War auf jeden Fall heute ein sehr emotionaler Tag für uns alle. Und ja, die Zeit wollen wir jetzt einfach genießen. Wie es mit der kleinen Familie weitergeht und wann sich Sarafina melden wird, ist also noch unklar. Zu hoffen ist aber, dass es der Mama und den beiden Sprösslingen gut geht und sie sich ganz schnell erholen.